Mittelfeldspieler Javi Martinez wird nicht Teil des angepeilten Personalumbruchs beim deutschen Fußballrekordmeister FC Bayern München. Wie Bild und TZ übereinstimmend berichten, ist ein Abgang des Spaniers im kommenden Sommer trotz anderslautender Gerüchte vom Tisch. Das habe die Führungsriege des FC Bayern um Karl-Heinz Rummenigge, dem 30-Jährigen, bei einem Treffen mitgeteilt. Ende der kommenden Saison solle dann entschieden werden, ob Martinez seinen bis 2021 laufenden Vertrag verlängert oder verkauft wird. Martinez habe zuvor um die Zusammenkunft mit den Bossen gebeten, um seine zukünftige Rolle bei den Münchnern auszuloten. Zuletzt war der Weltmeister von 2010 unter Trainer Niko Kovac nur noch Ersatzspieler. Dennoch hatte der FC Bayern in der Wintertransferperiode Anfragen für Martinez von Paris Saint-Germain und seinem Ex-Club Athletic Bilbao abgeschmettert. Auf die Qualitäten des Abräumers will der Tabellenzweite der Bundesliga nicht verzichten. Völlig offen ist Bild zufolge dagegen die Zukunft von Renato Sanches, da die Bayern sich offenbar weiter auf der Suche nach einem zusätzlichen spielstarken Sechser befinden. Zudem ist noch nicht geklärt, ob Leihspieler James Rodriguez in München bleibt oder zu Real Madrid zurückkehrt. Der FC Bayern könnte den Kolumbianer dank einer Kaufoption für 42 Millionen Euro fest verpflichten.